Heute bei Tesarec, einer der populärsten Covid-Experten, der Leiter der Infektionsabteilung einer Klinik-Favoriten, Primarius Christoph Wenisch. Über Morddrohungen gegen ihn, warum man Impfverweigerer nicht bashen, sondern verstehen soll, warum er in den Augen seines Bruders eine Strebersau ist und vieles mehr. Herzlich willkommen hier im Café Landmann, Primarius Dr. Christoph Wenisch. Danke für die Einladung. Herr Primarius, das Foto von Ihnen ist um die Welt gegangen mit der Jubelpose nach der ersten Impfung. Ist die Euphorie noch immer da? Absolut. Ja? Also, und zwar jetzt natürlich differenzierter und nicht so eindeutig, wie halt damals das bei dem Foto gewesen ist. Man muss sich immer vorstellen, das ist ja aus einem Momentum heraus entstanden, dass wir wirklich seit März nichts gehabt haben, wo wir uns schützen können, wirklich. Ja. Ja. Also die Maske ist schlecht, ja, die Schutzanzüge ja. Schlecht, also die Medikamente damals noch eigentlich nicht so gut. Ja. Ja. Und dann ist das mit der Impfung gekommen und wir haben uns alle so gefreut, dass es vorbei ist. Also da war dann das Impfdrängeln und das Impfvordrängeln und ich habe mich gefreut, dass halt politisch entschieden worden ist, dass wir wir halt bei den Ersten dabei waren und da habe ich diese Euphorie, habe ich jetzt immer noch, ein Jahr später, warum? Weil wir in der Therapie besser geworden sind, wir wissen viel mehr über die Krankheit und das ist in einem Heidentempo. Ja? Und diese Euphorie ist aber jetzt differenzierter und da kann man vielleicht im Verlauf des Interviews noch eingehen, was sich da alles jetzt da ergeben hat für die Patienten. Mhm. Die Menschen zu überzeugen ist aber offenbar extrem schwierig, zumindest bei einem Teil unserer Mitmenschen. Sie haben sogar eine Morddrohung bekommen damals. Ja, richtig? Das ist ja, wissen Sie, also ich habe so interpretiert, viele Menschen sind ja gekränkt, ja, durch die Krankheit selber, weil sie halt infiziert sind, jetzt weiß ich, fast eine Million schon, dann weil die Schule halt zugemacht ist oder weil man gewissen Tätigkeiten halt nicht mehr nachgehen darf, jetzt haben wir wieder einen Lockdown, dann ist gekränkt, weil man sich nicht impfen lassen möchte, aber vielleicht das jetzt muss und so ein Druck ist und auf die Leute gehen auf die Straße und diese Kränkung kann halt dazu führen, dass man Dinge macht, die ich mag ja niemanden kränken, ja. Ich habe das jetzt nicht vor, aber ich weiß, dass die Rahmenbedingungen, unter denen wir jetzt leben müssen, alle miteinander, manche Menschen wirklich ordentlich erwischt, jetzt auch psychologisch oder mental. Ja. Und dass dann sowas rauskommt, das wundert mich nicht. Ja. Also das ist quasi ein Nebeneffekt von den Medien. Aber ich kann mit dem ganz gut umgehen. Das ist so, wie wenn einer, weiß nicht, im Straßenverkehr wirst du halt einmal angehupt und kannst gar nichts dafür. Ja, meine Güte, ist so, das ist man zum Aushalten. Morddrohung ist schon mehr, es ist jetzt nicht dauernd, dass du eine Rekord kriegst. Ja, das ist das. Und es ist halt diese, Sie wissen nicht, es ist halt mit diesem Handy und mit diesem WhatsApp und E-Mails und diesem Ding, da wird halt schnell was geschrieben. Ja. Und wenn man die Menschen dann konfrontiert, das sind dann eh peinlich. Mhm. Ja, also das ist. Sie sind an der vordersten Front. Wie erleben Sie das? Es gibt ja Berichte zum Beispiel von Pflegepersonal, von Schwestern, die berichten von totaler Überlastung und die auch schon sehr wütend reagieren, dass so viele Menschen jetzt von ihnen behandelt werden wollen und müssen, die sich einfach nicht impfen haben lassen. Ja, also wir werden genau dieses Thema nicht impfen im Sommer und das habe ich rasch abgedreht, nämlich ganz bewusst und auch mit folgenden Evidenz. Es ist so, dass wir Patienten behandeln müssen, weil sie krank sind, ja? Und nicht, ob sie jetzt geimpft sind oder nicht. Das heißt, das kann mir wurscht sein. Ja? Und dieses Thema der Schuldhaftigkeit und deinem Zustand, den du hast, ja, das muss man wegkriegen. Und das haben wir im Sommer wirklich rasch weggekriegt und das Argument ist das. Erstens, und das hat uns dann die Realität eingeholt. Erstens, Impfung schützt nicht hundertprozentig. Also wir haben natürlich auch Geimpfte, die ein gewisses Krankheitsausmaß haben. Ja. Das Zweite ist, es gibt 1000 Gründe, warum sich Leute nicht impfen haben lassen. Oft Unwissenheit, Ängste und so weiter. Ja. Das ist ja nicht aus Absicht, aus Boshaftigkeit und so das Geschehen, sondern halt Ängste und individuell hat dann ist das diese Entscheidung getroffen. Und das ist okay und das ist auch zulässig. Das heißt, da darf ich niemanden
Passion dazu. Und das Dritte ist, dass wir wirklich quasi den, also einen unstrittigen Grundsatz haben, ja, wurscht, was der Mensch angestellt hat früher, ja, das kann der schlimmste Verbrecher sein. Wenn er krank ist, ist meine Rolle jetzt nicht das Verbrechen oder was zu ahnden, dass man, ich meine, ja, habe private Meinung, aber professionell ist es so, dass wir allerbeste Medizin, allerbeste Pflege machen müssen. Ja, und da ist es wichtig, dass man diesen Nebengedanken, wie schuldhaft hat sich der jetzt Dings, das muss ausgeblendet werden. Und das ist die Professionalität, die ich also wirklich ganz ernsthaft fordere und die wir auch abliefern. Tatsache ist aber natürlich, dass der Anteil der Ungeimpften relativ hoch ist. Höher, ja. Höher als der Geimpften. Und dann gibt es diese tragischen Geschichten. Ich glaube, Sie haben das einmal in einem Interview erzählt, dass ein Bekannter von Ihnen erblindet ist, weil er nicht operiert werden konnte. Und gerade vor kurzem habe ich gelesen am Teletext die Geschichte von dem 4-jährigen Mädchen, dessen Herzoperation verschoben werden musste, weil die Krankenhäuser mit Covid-Patienten überbelegt sind. Das ist das Thema, was man so salopp Kollateralwirkung oder Schaden sagt. Ja, salopp, aber in Wahrheit ist es ja so. Wenn wir jetzt Covid-Patienten betreuen, dann brauchen wir mehr Personal. Warum? Weil sich erstens das Personal ansteckt bei den Patienten, das heißt, das fällt mir aus. Und zweitens ist die Betreuung aufgrund der Schutzanzüge, Anziehen, Ausziehen, wirklich personalintensiver, als wie wenn man nicht Covid-Patienten betreut. So machen es die Krankenhäuser jetzt so, dass ich komme von einer Infektionsabteilung. Das heißt, wir haben immer schon infektiöse Patienten betreut, halt eine Handvoll. Ja? Also nicht jetzt 66 permanent, sondern ein paar halt immer wieder. Aber wenn jetzt zu viele Infektionspatienten sind, die ja infektiöse Erkrankung haben, wo du Schutzanzüge, Maske etc. eben haben musst, dann zieht, das ist so wie magnetisch, dann kommt das Personal dorthin, das geht aber woanders verloren. Und dort, wo es verloren geht, dort entstehen dann diese Lücken. Ja? Und diese Lücken haben wir auf der Chirurgie, auf der Neurologie, auf der Gynäkologie, auf der Kinder, überall. Sie können das überall, überall sehen. Und ich habe mal salopp gesagt, das Krankenhaus rennt nicht so geschmeidig. Ja? Die Termine kommen nicht so, wie wir es uns wünschen oder vorstellen. Und das ist eben, weil wir so wegen der Pandemie eben angespannt sind. Ich würde jetzt keine Einzelfälle rauspicken, weil das immer dann sozusagen ein Bild aufs Ganze macht. Aber grundsätzlich ist das ganze System eben angespannt. Man sagt auch systemkritische Auslastung, sodass eben dieses gesamte Gesundheitssystem dann nicht mehr das garantieren kann, was es will, nämlich wirklich für jeden da zu sein, wenn er es halt braucht. Ja. Sie sind mir immer aufgefallen, weil Sie ein Arzt sind, ein Akademiker, der aber nicht in keinster Weise irgendwie abgehoben wirkt. Und man merkt es ja jetzt auch in diesem Gespräch. Sie sprechen die Sprache der Menschen. Daher machen wir jetzt eine kurze Pause von Covid, bevor wir wieder zu dem Thema kommen. Schauen wir ein bisschen zurück in Ihre Kindheit und Jugend. Was erdet Sie? Woher sind Sie eigentlich? Sie sind, glaube ich, in St. Pölten geboren. Ich bin in St. Pölten geboren und im Brunnengebirge neben der Bahn aufgewachsen. Aha. Das heißt, es ist ein kleiner Plattengrundreihenhaus. Und dort halt dann auch mit dem Radl nach Mödling in Schule, in Volksschule gewesen. Mödling war in der Schule, in der Keimgasse. Deshalb bin ich auch Radlfahrer. Ich musste immer mit dem Radl in die Schule fahren, weil mit dem Zug war das ein bisschen... Ja. Das, also Sie sind nicht ja so jetzt sogar bei diesem Regen, kalten Regenwetter mit dem Rad hier ins Café Landmann gekommen. Ja, ja, nein. Also ich tue lieber Kalorien verbrennen als Dieselöl. Ja, und das ist halt, das leitet mich das ganze Leben durch. Okay. Und jetzt ist es modern geworden sogar. Ja, also, genau, ja, aber ich mache das eigentlich schon immer. Ich meine, ich verstehe. Wie waren Sie als Kind? Ja. Sie sind jetzt Primarius. Ja. Waren Sie immer ein guter Schüler schon von Anfang an? Ein braver? Nein, mein Bruder sagt, ich bin ein Strebersau. Ein Strebersau? Ja. Wirklich? Ja. Nein, weil er ist ein bisschen wilder unterwegs gewesen in der Schule als ich. Ja. Aber ich kann mir recht leicht an mit Lernen, muss man sagen. Und ja, also ich habe einen Freund, das habe ich immer bewundert im Studium, der ist immer. Haben wir hier und da einen Spritzer getrunken, auch wie es halt so ist, als Student auch durchaus am Vormittag, weil es halt was zum Aufwärmen gab vom Vortag. Ja. Und der sitzt wirklich leicht rauschig in der Vorlesung und kann alles noch. Ja. Also das ist unglaublich. So gut bin ich nicht drauf im Verstehen, aber ich muss mir einmal anhören und ein zweites Mal durchlesen und dann kapiere ich es auch. Also das ist.
Das und geht ganz gut. Ja. Wenn Sie von selber schon die Studienzeit ansprechen, ja. Waren Sie auch da ein schneller Student oder haben Sie das Studentenleben schon ein bisschen ausgekostet, so ja, wie beides. Sie es jetzt ganz leicht angedeutet ja, haben? Beides. Ich habe mir eben, weil ich leicht tue, was zu merken, und das ist ja bei Medizin wichtig, dass man sich halt was ja. merkt und Zusammenhänge versteht, ja. Da habe ich mir leicht dann beim Studieren und war halt nach 11 Semestern fertig, konnte aber noch heftig feiern auch. Ja. Also schon. Rekord war bei uns in der Wohnung, da haben wir so WG gehabt, 80 Quadratmeter, 120 Leute. Sind sie ausgegangen. Wirklich? In die Wohnung. Ja, zweimal Polizeieinsatz, einmal haben sie mitgefeiert, beim zweiten Mal. Gell. Also die Polizei? War, ja. Die haben überzeugen können, dass es recht lustig ist bei uns. Also das hat dann schon, ja. Das hat dann schon passt. Ja. Das war noch eine Zeit vor dem Lockdown. Das war lange vor dem Lockdown, ja, das waren 80er Jahre. Ja. Ja. Was sind denn so Ihre frühen Kindheitserinnerungen? Aus Brunn am Gebirge. Naja, also das, die mich sehr geprägt hat, jetzt auch für die quasi Arzt werden, war, dass ich als Fünfjähriger, erste Klasse Volksschule, habe ich Scharlach gehabt. Also war nicht allein ich, ja. Die ganze Klasse hat Scharlach ja. gehabt und da haben sie damals die Klasse, muss man wieder heute sagen, in den Lockdown geschickt, also gesperrt. Genau. Ja, und da wurde ausgeräuchert und Teddy haben sie ausgeräuchert. Habe ich auch erlebt. Und wir haben sie eingesperrt. Ja. Also, genau. Ja, und ich war damals das erste Mal im Wilhelminenspital halt in der Glasscheibe da von den Eltern getrennt und das war für mich wirklich ein grausliches Erlebnis und habe das dann, haben wir gedacht, das muss irgendwie besser gehen. Ich war eigentlich nicht besonders krank, ich meine schon, Halsweh und Fieber und so weiter, war nicht besonders krank, aber so jetzt in der Erinnerung jetzt noch. Also nicht fast 50 Jahre ist das her, ne? Aber dieses Eingesperrtsein ja, und nur die Eltern da durch und dann winken die so rein, so komisch, schauen, merkwürdig, also das hat man nicht taugt. Und das ist ein Gefühl, dass ich jetzt auch habe bei den Patienten, die wir halt einsperren, weil wir es halt müssen oder weil es halt so ist. Aber mein Momentum war immer, das muss besser gehen, ja, das muss man besser machen. Und ich wollte halt mit den Antibiotika, die ja wunderbar gegen Scharlach wirken, das weiß man auch, das wusste man in den 80er Jahren auch, aber das Wissen noch nicht so umgesetzt, dass man die Regeln, dass das halt isolieren muss, weil rheumatisches Fieber, Poststreptokokken, Glomerulonephritis, also so Folgeerkrankungen entstehen, wo sich die Menschen gefürcht haben davor. Ja, das hat die Behörde noch nicht gewusst. Also das hinkt immer ein bisschen nach, diese Behördenentscheidungen, weil die ja keine Fehler machen wollen. Ja, das heißt, das Thema des Vertrauens in die Therapie beim Scharlach, das war in den 80er Jahren halt noch nicht so hoch. Es ist eh, ein paar Jahre später war das dann eh vorbei. Und heutzutage, wenn einer Scharlach hat, dann nimmt er halt ein paar Tage Antibiotika und die Geschichte ist erledigt und wird nicht mehr weggesperrt, das Kind. Aber das hat mich sehr geprägt und das haben wir gesagt, das wollte ich immer werden, so ein Doktor, der halt mit den Antibiotika die grauslichen Keime austreibt. Die Krankheit mit 5 Jahren hat eigentlich schon den Grundstein für Ihre Berufsentscheidung. Ja, dann ich wollte dann immer Arzt werden und mit den Antibiotika auskennen. Ja. Weil das, mit denen kannst du die Leute heilen. Gell? Und das ist ja, man muss sich vorstellen, das ist ja wirklich sehr erfolgreich. Also die Antibiotika-Geschichte ist ja eine, jetzt reden wir über Resistenzen und Darmflora und was weiß ich alles. Das ist in der Granularität, muss man das schon sehr genau anschauen. Aber letztlich, was das an Leid und Grauslichkeit aus den Menschen rausgenommen hat, also Pest zum Beispiel, regt sich einer noch auf über Pest. Das ist jedem wurscht, ja. Weil wenn es ist, ne, dann Toxizyklin eine Woche, Geschichte erledigt. Ja. Wirklich, ja? Ja, also das ist, wenn es war, ne, dass irgendwo von der Ratte wieder was passiert. Also, das ist eine Ängste, haben wir natürlich. Augustin wird uns nicht noch einmal. Nein, der heißt jetzt anders wahrscheinlich. Ist die Impfung die Lösung des Problems jetzt wirklich? Na, Teillösung ist es. Also die Lösung, glaube ich, das haben wir noch nicht. Ja, aber es ist eine Variante, die billig ist, die sicher ist und die viel Leid verhindern hilft. Leider ist es halt nicht nachhaltig wirksam. Ja, also Nachhaltigkeit ist ja was sehr wichtig ist im Moment. Ja. Und wir wissen halt, weiß nicht, 4 Monate oder vielleicht 6 Monate das wirkt, ja, wenn ich 2-mal geimpft bin, das ist nicht nachhaltig. Ja. Also es ist ja dann haben wir das Problem mit den Mutationen, die bei den Coronaviren natürlich kontinuierlich auftreten. Genau. Und wie gefährlich ist das? Ja, das Omikron jetzt, kann man das schon einschätzen? Nein. Schützt die Impfung
Na, besser Wetter, man weiß es nicht. Das ist ein Fragezeichen, aber ein erwartetes Fragezeichen. Ja. Ich kann Ihnen jetzt schon prophezeien, dass wir das in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch einmal irgendwas Neues haben werden, ja, weil die Viren halt relativ schlampig sind bei dieser Vermehrung, ja, und dann entsteht halt immer irgendwo eine andere Mutation. Ja. Das passiert denen. Ja. Das ist ganz ein natürliches Verhalten der Viren. Ja. Und die Mutationen, die entstehen und die erfolgreich sind, sind immer die, die sich leichter verbreiten lassen. Ja. Also das hat man jetzt bei Delta sehr gut gesehen, wie die so dominant worden ist, ja, und genau, die Krankheit auch ein bisschen vom Aspekt verändert hat. Sie waren ja schon seit längerer Zeit für einen Lockdown. Mhm. Viele Menschen betrachten das aber als Freiheitsberaubung, ebenso wie die Impfpflicht. Wie überzeugt man die Menschen? Oder gibt es einen Teil der Menschen, die man nicht überzeugen kann? Ja, also ich mag das einschränken, ich war als Arzt für den Doktor, ja, als Vater als, nicht. Als Vater nicht. Ja, und als Christoph Enisch, der gern schwimmen geht, auch nicht. Ja. Ja, also es sind verschiedene Rollen, als Arzt muss ich sein. Das heißt, in der Rolle Abteilungsleiter, Arzt, ich sehe so viele Patienten, ich sehe die Kollegen, wie sie dann nicht mehr zusammenkommen, ja, mit der Therapie, ich sehe diese Ausfälle, ich sehe Long-Covid, das sind alles Dinge, die ich als Arzt berücksichtigen muss. Ja. Ist klar, das ist zu viel, bitte schauen wir, dass wir die Falllast runterkriegen. Ja. Aber es gibt natürlich andere Rollen, die ich auch habe. Ja. Als Vater ärgert mich das, ja, und als schwimmen gehen gern, ärgert es mich auch, ja, das ist nicht schwierig, aber das sind halt Dinge. Und die Leute überzeugen, ich glaube, aufbilden also Aufklärung, ja, im Dialog bleiben. Oder jetzt hat unser alter Bürgermeister hat gesagt, ja, also immer dann auf die zugehen, die man gar nicht versteht, ja, und immer mit denen reden. Ja. Also versuchen, mit denen zu reden, die am meisten gegen einen sind. Ja. Also immer diesen Schritt hinmachen. Und das ist, glaube ich, der Weg, der dringend notwendig ist. Es ist ja für viele Menschen auch, muss man ehrlich sagen, schwierig, ja, zu wissen, was ist jetzt. Sie zum Beispiel, wenn ich das anmerken darf, Sie haben ja vor einem Jahr, glaube ich, schon gesagt, Pandemie ist vorbei in einem Jahr, haben sich geirrt. Ja. Im Ausland gibt es verschiedenste Beispiele. Ja. Dänemark, da hat man zuerst gesagt, die haben das überwunden, dann haben sie doch wieder Maßnahmen ergreifen müssen. Wie soll sich da ein normaler Mensch wirklich noch auskennen? Das Wichtige ist ja immer die Perspektive. Ja? Und die Perspektive ist eine, die jetzt da durch die Erfahrung, die wir haben mit den Viren und wie sich das auswirkt in verschiedenen sozialen Kontexten, die Sie ja erwähnt haben, verschiedenen Länder und Maßnahmen und so, diese Perspektive, die ändert sich. Und mit dieser veränderten Perspektive auf die Zukunft, das muss man ertragen können. Das ist alternativlos. Ja. Wenn ich heute einschätze und sage, ich hoffe aus der heutigen Perspektive, dass das in 2, 3, 5 Jahren vorbei ist oder es in 10 Jahren, dann hoffe ich das heute. Das kann sich aber, wenn mehr Evidenz da ist, jetzt zum Beispiel Omikron, diese Bewertung kann sich aufgrund quasi der sich ändernden Welt ändern. Und das macht Angst. Ja. Also, dass das so kontinuierlich jetzt weitergeht, wie es bisher war, ist nicht mehr. Und deshalb sind auch viele in diesem, was sagen manche Freunde von mir, ist wie ein Albtraum, ja, in dem wir uns jetzt befinden. Ich will da jetzt endlich raus. Ja. Ja. Aber du kommst da nicht mehr raus. Die Welt hat jetzt diese komischen Coronaviren, die sich dauernd ändern und die uns ärgern auf die eine oder andere Art und Weise. Und mit dem muss man irgendwie umgehen zu lernen. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege dazu. Und eins ist natürlich ignorieren. Das verstehe ich. Ja. Also, dass man wegschaut und sagt, Kopf ins Sand. Es geht mir nichts an. Ja. Ja, ich kenne das nicht. Das andere ist fürchten. Ja, dass man sagt, die sperren mich ein. Ne? Beides wahrscheinlich nicht die gesellschaftsmäßig optimale Variante. Und das Dritte ist, das, was wir jetzt machen die ganze Zeit, ist so ein Durchwursteln. Mhm. Ich glaube aber, das Durchwursteln, das ist halt was, was wir machen müssen. Das ist halt, ich weiß nicht, wie man es sonst hinkriegt. Wie soll man jetzt wissen, zum Beispiel neue Medikamente. Ja? Welchen Einfluss haben die neuen Medikamente auf das Pandemiegeschehen? Weiß keiner. Das kann Ihnen niemand sagen. Ja. Wirkt das auch, dass getestet worden ist jetzt bei Alpha und Delta, die Medikamente, wirken die auch bei Omikron? Kann Ihnen keiner sagen. Ja. Also das sind eben Dinge, die wir in Zukunft erst wissen werden. Und das bedeutet aber jetzt, wie wir uns aufstellen, ist, dass wir das Unerwartete erwarten. Ja, weil Sie sagen, durchwursteln. Ja. Ja. Jetzt hat die Politik doch schon eine gewisse Zeit gehabt, sich auf diese Dinge einzustellen. Am Anfang war es extrem schwierig, ganz klar. Ja. Aber mir ist in Erinnerung geblieben, der Gesundheitsminister Mückstein hat am 16. August in der ZIP gesagt, auf die Frage von Martin Thür,
hat er gesagt, ja, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich langsam anfangen, uns was zu überlegen, was wir gegen die vierte Welle tun. Ja. 16. August. Ja. Haben Sie das gesehen? Ja, der ist erst ins Amt gekommen. Ja, und ich kann einige Monate vorher, ja schon. Ja, aber die Experten haben schon längst vorher gesagt, da muss was getan werden, oder? Ja, aber ich würde da ein bisschen, sagen wir mal, nicht so kritisch sein. Ja? Das Wichtige ist, dass man allen jetzt, die in einer politischen Verantwortung sind, dass sie sorgfältig umgehen müssen. Ja? Also, dass sie Sorgfaltspflicht, keine Sorgfaltspflichtverletzung, dass sie keine Schlamperei machen. Ja. Ja? Und so. Und aber das, genau das wirft man, das ja wirft man den jetzt Politikern vor. Genau. Jetzt vor, dass das sie aus Rücksicht, zum Beispiel ÖVP, Rücksicht auf die oberösterreichische Landtagswahl, gewisse Maßnahmen verschleppt haben. Sehen Sie nicht so? Ich glaube, das ist eine, ich sage es psychologisch, eine Verfügbarkeitsheuristik. Das heißt, ich habe jetzt eine leichte Erklärung zu verfügbar und an der schließe ich mich an. Ich glaube, dass vielmehr, dass Entscheidungen, was ich jetzt mache, an so vielen seidenen Fäden liegen, dass es hochkomplex ist, eine Entscheidung zu treffen. Und dass die Entscheidung, ja, die ich heute treffe, eine Wirksamkeit in der Zukunft hat. Ja. Das macht es ja noch einmal schwieriger. Ich kann natürlich auf das gelegte Ei, wenn es da ist, kann ich sagen, ja, heute ist Wetter schier, ja, wenn ich heute schon am Abend. Ne? Aber in der Früh, wie es wird, dann ist ein bisschen diese Zukunftsentscheidung. Ich glaube, dass wir bei der Politik ein bisschen zu viel verlangen in der Pandemie. Ich glaube, wir verlangen zu viel von ihnen. Wir müssen es selber machen. Mhm. Und sagen, die können das. Und zwar was? Ja, mit tun. Impfen ist eine Variante beim Impfen. Das ist ein bisschen ein Beitrag, ne, den ich leiste. Warum? Ja. Klare Ziffern. Durchs Impfen reduziere ich die asymptomatische Übertragung. Also wenn ich zum Beispiel asymptomatisch impf, heißt, Sie sind infiziert, aber haben keine Symptome. Also ich, zwei Modelle. Ich bin jetzt geimpft, Sie sind nicht geimpft. Ja. Oh ja. Nein, ist ja wurscht, das sagen wir so. Ja. Also warten Sie nicht geimpft, ja. Und dann infiziere ich mich. Ich kann mich ja trotzdem infizieren. Ja. Dann reduziere ich das Risiko, dass ich die Krankheit jetzt von mir auf Sie als Ungeimpften übergebe. War ja wurscht, wenn Sie geimpft sind, um zwei Drittel. Ja. Also zwei Drittel. Um 60%. Ja. Wenn ich jetzt ungeimpft bin und das kriege, dann scheide ich so viel und so lang aus, ja, dass das eben zwei Drittel Hecher ist. Ja. Das Zweite ist, wenn ich jetzt geimpft bin und nur an mich selber denke, ja, dann reduziere ich das Risiko, dass ich als Geimpfter ins Krankenhaus komme, um 80%. Ja. Mhm. Also ich habe 100% Risiko in der einen und 80% reduziere ich. Das 20% bleibt über. Ja. Ja. Und das Dritte ist, dass ich das Risiko für einen milden Verlauf um etwa 60% reduziere. Ja. Und desto schwerer der Verlauf, jetzt wenn ich nur an mich selber denke, desto schwerer der Verlauf, desto wirksamer ist halt die Impfung. Ja. Aber 100% ist nie. Ja. Ja, das heißt, ich habe da auf jeden Fall mit Impfen einen gewissen Beitrag. Mhm. In der Altersgruppe, wo wir zwei sind, also 50 plus, ist das. Danke, dass Sie mich. Na, Sie schauen so aus. Bin schon in der nächsten Klasse. Egal. So ist schon in der nächsten Altersgruppe. Ja. Aber 50 plus, keine Ahnung. 50 dazu, plus stimmt dazu, auf jeden Fall. Da ist die Wirksamkeit der Impfung am größten, ne, weil wir die Tendenz haben, krank zu werden. Ja. Ja. Wenn ich jetzt die Jüngeren hernehme, da ist die Wirksamkeit der Impfung natürlich, was die Krankheit betrifft, eher bescheiden, ja, weil die schweren Verläufe da selten sind, also einer von 1000. Ne. Bei uns ist das dann schon deutlich häufiger. Apropos Jüngere, eine Gruppe, Sie haben es vorher angedeutet, Sie sind Familienvater, wie viele Kinder haben Sie? Ja, insgesamt 5, aber mit 2 Frauen. Gell? Also, ja. Und Sie sind jetzt verheiratet? Oder? Jetzt bin ich verheiratet, ja. 5 Kinder? 3 kleine und 2 große. Werden Sie die Kleinen Covid impfen lassen? AZV, 11.20 Uhr am Samstag. Ach so? Ja, im AZV sind wir am Samstag. Ja. Okay, also Sie haben da keinerlei Bedenken bei den eigenen Kindern? Ja, natürlich Bedenken schon, aber das ist so eine Kosten-Risiko-Abwägung. Welche Bedenken haben Sie denn? Und die Bedenken ist, dass man ihnen, die Bedenken ist, dass man ihnen eigentlich was antut, was sie jetzt nicht schützt. Ja? Also, dass das keinen Sinn hat für sie. Die sind aber ausgeräumt, weil die Kinder wollen sich impfen. Also, das ist irgendwie witzig. Ja? Also, die wollen, die freuen sich auf das und so. Wirklich? Und ja, ich sehe ihnen keine Ahnung. Wie haben Sie das gemacht? So. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Ja. Ich habe gesagt, jetzt machen wir einen Termin und wann sind wir dran, haben sie immer gefragt. Wann sind wir? Weil sie kriegen ja mit, dass alle reden und das Impfen. Und wir sind natürlich eher so, sage ich einmal, in einer Wolke, wo geimpft wird. Ja? Ja. Also, bei uns ist die Bubble, wenn man so will, ist eher Impfer-Bubble. Ja. Und dann kriegen sie halt mit, dass sind schon alle geimpft und das Nachbarkind ist geimpft und das und so und ich noch nicht. Und ich
gesagt, na, wir warten, bis das zugelassen ist. Aha. Ich mag eine kommissionelle Entscheidung und nicht eine Christoph Enisch bis zur gescheiten Entscheidung, sondern das muss die Kommission machen. Und dann haben wir angemeldet und haben gleich einen Termin gekriegt. Ja. Also der Wien hat das ja eh freigeschalten, also ja, für so viele jetzt. Ne. Wir müssen schon zum Schluss kommen, die Zeit rast dahin. Was schätzen Sie, wie lange wird der Lockdown noch dauern? Wird er verlängert werden? Ja, es ist schwierig. Also ich hoffe nicht, ich hoffe, dass das aufgeht. Das ist schon diese... Auch diese als Arzt hoffen wir. Die Lockdown, naja, als Arzt haben wir jetzt gerade die Intensivkapazität erhöht. Ja. Also da geht es in die andere Richtung im Moment. Ja. Ja, eben, das ist, also es ist, das ist ja immer mit Zeitverzögerung. Ne? Nein, man ist, also egal wie man es macht, das ist eine Katastrophe und ich beneide keinen Politiker, der derartige Entscheidungen treffen muss. Wären Sie dafür, dass der Lockdown über Weihnachten oder so verlängert? Als Arzt? Ich tue mir wirklich wahnsinnig schwer, ja, weil das hat so viele, gerade Weihnachten hat es für uns Menschen so Auswirkungen, ja, weil man da doch gerne mit den Familien zusammen ist und so. Und das ist ein Wert, ein sozialer, den darf man, es war das letzte Weihnachten schon ein bisschen komisch und mühsam, fand manchmal im Freien statt, ja, also ohne irgendwie, dass man sich zusammengesetzt hat. Und das ist, ich weiß nicht, ob man das den Menschen noch einmal antun kann, wenn jetzt eh schon viele auf die Straße gehen. Also das ist eher eine politische Frage als eine medizinische Frage. Okay. Ich weiß nicht, wie viel die Leute im Krankenhaus jetzt, ich kann es nur von meiner Abteilung, wir halten das immer aus. Ja. Wir haben uns so aufgestellt, dass das nachhaltig funktioniert. Ja. Also wir funktionieren immer. Das sind aber 66 Betten mit 10 intensiv, viel zu wenig. Ja. Da braucht man, weiß nicht, das 10-100-fache ja, von dem. Und das ist für mich das Thema, das kann ich aber nicht beurteilen. Ich kann jetzt nicht in eine andere Abteilung reinschauen, wie geht es den Kolleginnen dort, wie schaut es mit der Pflege aus, wie sind die Dienstpläne. Da sind so viele Fragen dabei. Und die Bilder, die man aber hört aus dem Land, ist, dass ich das eher die Tendenz habe, das zu positiv zu beurteilen. Ja? Also dass vielen wirklich, wirklich sich sehr, sehr schwer tun, auch mit dem Personal, das weggeht und so weiter. Ja, und das sind Dinge, die dann die Entscheidungsträger berücksichtigen müssen. Ja? Also wenn ihnen dort quasi die Spitalskapazität, weil das Personal wegfällt, zusammenbricht, ja, dann haben wir ja ein Thema und das sind meine Argumente für einen Lockdown. Ja. Also wenn die Spitalsarbeiter das gut aushalten, dann ist ein Argument eher gegen einen Lockdown. Aber das ist was man, denke ich, abwägen muss und was auch gemessen wird, das weiß ich und dann werden wir das wieder gut entscheiden, denke ich. Ja. So gut halt geht im Moment dann immer. Wenn das schon eine schwierige Frage war, dann stelle ich Ihnen jetzt zum Schluss noch die allerschwierigste. Ja. Wie lange wird uns Covid noch quälen? Also mich persönlich sicher weit bis über die Pensionierung hinaus. Es ist eine Krankheit gekommen, die, um zu bleiben. Das heißt, die bleibt da. Aber in dieser massiven Form? Und das Bild jetzt für die Zukunft ist, dass wir als Gesellschaft einen Zustand erreichen müssen, wo wir die Covid-Wellen so ertragen wie Grippewelle. Das ist für mich das Zielbild. Ja. Also die Grippewelle ist auch mühsam, ja, da muss man auch was. Aber wir haben Medikamente dafür, wir haben Antikörper, wir haben Mittel, die wir einnehmen können. Die stehen jetzt in wenigen Tagen, Wochen zur Verfügung. Das heißt, da kann man dann, wenn man die Krankheit hat, ein Medikament nehmen und reduziert das Risiko, dass das... Gegen Covid, ja. Also diese oralen Medikamente oder die Infusionen, die man jetzt auch geben kann, dass man eben nicht schwerer erkrankt, jetzt unabhängig von Impfung, Lebensalter und so weiter, Risikofaktoren. Das sind Dinge, die das Ertragen der Krankheit erleichtern die Gesellschaft. Und das muss man aber auch akzeptieren und einmal dann sehen. Und das wird aber gefährdet natürlich durch jede neue Mutation, wo man nicht wissen, in welche Richtung entwickelt sich. Macht ihr uns jetzt mehr krank, macht ihr uns jetzt weniger krank? Also das sind Variablen, die dann noch hineingehen. Aber ich denke, dass die Coronaviren, ich meine, die sind eh da, die waren ja schon vorher da, aber die sind gekommen, um zu bleiben und die werden immer bleiben jetzt. Ja. Aber desto öfter man das geimpft hat oder desto öfter man das durchgemacht hat selber, desto milder verläuft es. Also insofern wird es irgendwann einmal, ich sage es jetzt nicht wurscht, ja, aber nicht mehr so in dieser Dichte und Massivität beschäftigen, wie es jetzt ist. Aber ganz weg geht es nicht. Dann bedanke ich mich bei Ihnen herzlich, erstens für das Gespräch und zweitens für das, was Sie und Ihr Team da leisten. Wünsche Ihnen dafür weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Danke sehr. Danke für das Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dann, auf Wiedersehen.